Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Bank of Fusion. Wir machen weiter mit der Story von Scott Pilgrim. Das zweite Level diesmal. Gibt ja wahrscheinlich wieder 5. Okay, da sind die Boxer-Parts. Das ist komisch, dass hier direkt im Safe Room sind. Aber gut. Nehme ich so hin. Wir kamen ursprünglich ja von da vorne. Wir haben nicht so viel Geld, das heißt, ich würde so nichts unbedingt. Und wir haben gar nichts mehr? Das wundert mich jetzt. Also sonst behalte ich mein Zeug ja immer. Das ist schon wie aus dem Kampfarena. Hallo, Skater. Bursche. Number 2. Ja, eine ganze Menge an Leuten. Okay, haben wir ein neues Outfit an? Ja, haben wir tatsächlich. Siege die Stunt-Doubles. Okay, ich weiß nicht, warum hier die, also das mit Punkten angezeigt wird. Aber gut zu wissen, das hier können wir es kaputt machen, ne? Mit, ich kann mal einen Charakter nehmen. Mit unserem Verstärker. Und hier drin kann ich das ja machen, ne? Ich dürfte ja nicht mitkommen. Also gib mir mal Knives, ciao. Dann werden wir ein paar Messer werfen. Echt langsam, ne? Okay, es fährt hier runter. Okay, den kann ich nur schlagen. Okay, der ist schon mal weg. KFC Bucket, nice. Oh. Also nicht schlagen, das ist echt super. Okay, der ist ein Donkey Kong Ding. Ich glaube, es wäre smart, einfach jetzt hier. Was ist das schon wieder? 7 Stück davon kaputt, okay. Einfach smart hier erstmal dem Level zu folgen. Und uns dann umzugucken, weil ansonsten spawnen, glaube ich, endlos von diesen kleinen Mistviechern nämlich Nerven. Obwohl, jetzt scheint es gerade entspannt zu sein. Okay, oder auch nicht. Okay, da soll ich einfach nur gegenklappen. Okay, wahrscheinlich schießen oder werfen. Ach, sind das Gates und gar keine Kanister? Das sind irgendwelche Kanister. Ne, das sind ja nur Skateboards, oder? Das sind doch mehrere Sachen. Okay, ich kann mich hier überheilen. So eine Kiste hatten wir, glaube ich, noch nicht. Aber auch nice, dass wir die mal bekommen. Weil sonst hatten wir es nur von Gegnern. Was kriegen wir hier? Den nächsten Protopart von Ninja Revolution Repeater Protopart. Okay, die sind halt auch aufs Level bezogen dann. Also, das heißt, wir müssten dann alle in einer Welt finden. Damit, die Waffe auch tatsächlich freischalten. Was ist mit dir? Achso, ne. Das ist so ein Ding, okay. Okay, hier sind wieder irgendwelche normale Gegner. Hier sind wieder Jurassic World. Ich muss sagen, ich bin nicht der größte Fan von der Waffe hier. Also, das Messer ist echt langsam. Ich glaube, die haben alle nicht so coole Waffen hier nehmen. Und den schmeißt ihr die, hast du da nicht in den Kopf, sondern immer nur gegen die Wand hier. Das da muss ich dann gleich noch weiter verarbeiten. Kannst du mich nicht angreifen? Das wäre echt super. Ohne. Nice. Was hier hinten? Kiste. Okay. Ich muss irgendwas mit den Teilen machen. Ich weiß nicht was. Vielleicht gibt es irgendwie eine Stromattacke oder sowas. Auf jeden Fall gibt es da eine Batterie. Das hier könnte ich aufmachen, interessiert mich aber weniger. Und da verbrenne ich ja aktuell einfach nur Geld. So, hier ist ein Skateboard. Was ich auch sehr gut treffe anscheinend. Da sind nochmal HP. Das kann ich zerstören. Also nochmal machen.
Also, Messer sind natürlich echt cool. Soll ich einfach... Oh. Das war knapp. Ja, aber keine, ob ich die zerstören kann, weil irgendwie... ja. Macht das gar nichts. Okay, und hier muss ich auf jeden Fall das Ding aktivieren. Oder die Dinge, ja. Suche eine Möglichkeit, Lucas aus dem Wumbi zu holen. Kenner wer Lucas, also der, doch ich weiß, das ist der Gegner anscheinend, aber ich kenne den Namen halt nicht. Okay, nur einmal das. Ah, das ist auch ein Scap. Stimmt, ich muss auch normal Scap ausachten, nicht nur auf die Lilanen. Ja, okay, Möglichkeit ist, hol dir einen Verstärker und hau die Scheibe kaputt. Verstehe ich schon. Sind hier vielleicht auch noch welche Scap, was du nicht übersehen hab vorher? Ich glaube nicht. Was ist mit dir? Okay, du gibst mir eine Sicherung, das ist schon mal cool. Ah, für den Automaten natürlich. Das ergibt doch Sinn. Ich muss noch mal gucken, wo das vierte von den Anmachteilen ist. Da vorne. Wie viel Zeit haben wir denn dafür? 14 Sekunden, das ist nicht so viel. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Nee. Ich würde sagen, fange ich oben an, weil von oben kann ich einfach runterspringen. Dann können wir hier den hier machen. Wenn ich das ein bisschen besser treffen würde, würde es doch besser gehen. Dann rennen wir noch hier rüber. Und schaffen das sogar ohne Booster. Sehr nice. Okay, du bist auch nur versteckt, dass ja, man dich nicht so leicht findet oder was. So, Silberkronen eingesammelt. Das können wir immer nicht warm machen. Das finde ich echt schade. Funktioniert, oder funktioniert es vielleicht auch mit Musik? Vielleicht mit dem Verstärker oder sowas. Ne, gehen wir mal genau dich hier. Ich möchte den anderen testen. Dann haben wir nämlich hier die Station. Und wir haben sogar ein Getränk, unser Getränk behalten. Okay, wir müssen tatsächlich nach rechts gehen und können hier einfach nach links gehen. Schade. Also im dem Menü. So, dann probieren wir es mal kurz hiermit aus. Das hätte ich vielleicht vorher auch mal testen können. Ich bin nicht so richtig drauf gekommen. Y. Okay, das war das Falsche. Okay, das klappt auch. Gut zu wissen. Das heißt, Eis können wir entweder schmelzen oder wir können es so kaputt machen mit einem Verstärker. Da habe ich ehrlich gesagt null dran gedacht. Aber jetzt weiß ich es. Jetzt ist natürlich auch doof, dass ich es nicht nochmal nachholen kann. Wir müssen immer noch Skateboards finden. Das heißt, theoretisch hätten wir die Limo dann auch schon fertig haben können. Also, was heißt fertig? Wir hätten auf jeden Fall den ersten Teil sammeln können davon. So, dann stelle ich dich mal hier vor, damit ich gleich das Ding hier kaputt machen kann, damit ich dir mir auch noch auf die Mütze geben kann. So, ich hoffe mal, es ist nah genug. So, Skateboard, Skateboard, Skateboard suchen wir jetzt erstmal. Obwohl, wir können erstmal das Ding kaputt machen, ne? Sprech mit Lucas. Hallo. Das nervt mich echt, dass du meinen Trailer geschrottet hast. Au. 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 Ja, geil. Ich werd gern gestunt. Ohne Scheiße, das ist schon mal ein richtig beschissener Fight hier. Also ich sehe mich auch schon sterben, tatsächlich. Gefühlt schießt er schneller. Okay, ich habe irgendwann das Skateboard geschrottet. Moment, vielleicht soll ich erstmal schnell weglaufen, um mich zu heilen, weil ich echt tot bin. Okay. Siege Stunt Doubles. Also ich habe keine Ahnung, was das hier mit der, also mit den Charakteren jetzt zu tun hat, warum irgendwelche komischen Leute sind, die irgendwas mit Stunt Doubles machen und ja, also Lore-technisch bin ich komplett raus.
Ah, die wieder oder was? Okay, jetzt ist einfach nur das Nervige, dass er die ganze Zeit hier weitermacht oder was? Also, dass er hier rumfährt. Au. Ja, geil, wenn ich überfahren werde. Ohne Scheiße, was soll denn das? Also, bisher ist Gott. Okay, Treffen ist auch nicht so richtig drin. Weil ich kann mich jetzt nicht entspannen oder so mal hier irgendwo hingehen, wo ich dann sicher vor ihm bin. Wo ich dann ein bisschen in Ruhe zielen kann. Weil ich kann mich ja immer. Okay, das war mein Fehler. Hab dafür ein Skateboard gefunden. Also, es ist halt wirklich ein schreckliches Level hier. So. Ich da muss auch gar nicht so krass schnell sein anscheinend. Okay, das geht also anscheinend. Aua. Au. Da habe ich zu früh springen gedrückt mal wieder. So, der ist auch hin. Und der letzte war einfach nur da vorne, ne? Ja, muss ich glaube einfach nur gegenschwärmen. Am besten, wenn ich nicht aus dem Maul bekomme, das wäre super. So, die besiegt und er hat jetzt sein Auto. Sprich mit ihm. Ja, hallo. Glaubst du echt, du kannst gegen einen A-Promi eine Chance? Glaubst du echt, dass du gegen einen A-Promi eine Chance hast, Mann? Eigentlich nicht. Wenn man nicht am Anfang gestunlockt wird, ist der Fight auch ein bisschen leichter auf jeden Fall. Ich hoffe, es gibt nicht nur eine dritte Phase, es würde mir echt keinen Spaß machen. Siege die Stunt-Dose, okay. Dann heilt mir nochmal, würde ich sagen. Okay. Auch nicht ein bisschen verbuggt oder sowas. Gott, ey, nervt doch nicht, ihr Mistviecher. Langsam ist auch gut mit euch. Aber oh Gott, kann das Geräusch nicht mehr aufnehmen? Das ist wirklich schrecklich. Ich kann einfach, ja. Gedrückt halten. Au. So, erster ist weg. Jetzt kann ich auch entspannter wieder das hier machen. Also. Und nicht so krass entspannt. Kurz mal hier hingehen. Oh, da ist noch was zum Trinken. Meine Güte, nervt mich nicht. Kann ich das nehmen? Hab noch wenigstens einmal Heilung mit. So, da ran. Okay, das, ich hab's eigentlich angeschossen, aber gut. So, das gemacht. Na komm her. Irgendwie ein bisschen buggy, glaube ich, dass er irgendwie rumfliegt. Und hier nochmal springen. Daran, das war knapp. Und. Bonjour. Nicht crashen das Spiel? Ich glaube, es gecrashed. Ja, es gecrashed. Super. Ich hasse dieses Spiel gerade. So, nächster Versuch. Ich habe es noch bis hierhin gespielt. Warum rennst du weg? So, genau. Dann müssen wir jetzt so kaputt prügeln. Dann sind wir jetzt bei der letzten Welle. Jetzt ist hier gerade gecrashed. Der Progress bleibt doch noch bestehen, habe ich das Gefühl. Also, nee, was heißt, ich habe das Gefühl, der Progress ist bestehen geblieben, aber jetzt habe ich halt besiege die Stunt-Doubles. Achso, nee, jetzt fährt er weg. Okay, gut. Es geht weiter. Ich wollte schon sagen, ich habe nämlich gesehen, hier sind auch noch welche von den Dingern. Ich weiß nicht, welche ich zerstört habe. Ich dachte, wir machen das dann nur zusammen.
Okay, das war 3. Davor waren wir schon mal 5. Jetzt sind wir bei 4. Die anderen habe ich noch nicht gesucht. Da ist noch eins, das sehe ich sogar gerade. Was irgendwo nichts nirgendwo dran ist. Wir sollen ihn da rausholen. Wäre erstmal eine Kiste. Die habe ich vorher, glaube ich, gar nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall sehr Spaß, jetzt alles nochmal zu machen. Schon wieder. Okay, deshalb steht das Ding hier auch. Und unseren Verstärker hat er auch kaputt gemacht, der Blöde. Bauen wir das mal. Ja, nee. Ah, okay, das ist das Falsche. Kann man nicht am Notensymbol gehen? Wir müssen die gelbe Note spielen. Muss ich vorher natürlich. Also, ich muss mit mir reden. Hör auf, mein Set war schön. Ich muss wieder ans Set. Okay. Da ist eine Kiste. Könnte vielleicht die Kiste sein, die man mit den Skateboards freischaltet. Da vorne ist noch eins. Das habe ich, glaube ich, auch aus Versehen zerstört. Funktioniert echt super. Ich muss, glaube ich, den Charakter verwechseln. Das geht aber nicht. Sieg Lucas Lee. Ach, ich habe gerade A gedrückt. B gedrückt. Und wenn man einmal falsch hast, dann bist du einfach gestunt, weil du nicht mehr entkommen kannst. Okay, war's das? Okay. ...2000, okay. Eine Münze. Ja, gib. Danke. Okay, jetzt kann ich es doch zerstören. Ich weiß nicht, ob die auch hier unten sein können. Da unten geht es ja schon weiter in den nächsten Bereich, ne? Obwohl, hier könnte auch was sein. Ja, doch. Theoretisch ja. 35.000 haben wir sogar. Perfekt. Dann füllen wir uns gleich mal auf. Kriegen die nächste Krone. Weil, wenn wir auf Fortschritt gucken, wir haben nämlich jetzt den Bernstein, ich habe das Foxe-Teil, das hatte ich halt schon einfach anfangen und die beiden, also das Prototyp für die Waffe und auch noch das grüne Ding. Was mit dir? Was für ein Tourist? Ich weiß jetzt auch nicht, was die Person von mir möchte. So, hier war, glaube ich, auch noch eins drin, oder? Ich meine, ich habe doch irgendwie mal reingeschossen, da eins bekommen, aber es kann einfach sein, dass ich irgendwo daneben geschossen habe. Wo könnte noch ein Skateboard liegen? Ich weiß es gar nicht. Okay, es ist hier. Easy. Dann könnten wir die theoretisch auch mal aufmachen. Denn so ein paar Sachen wären halt schon ganz nett, die wir wieder haben. Aber ich weiß nicht, warum ich irgendwas verloren habe. Okay. Leider nicht das, was ich bekommen habe. Nicht das bekommen, was ich haben wollte. Aber dafür kriegen wir jetzt die hier schon. Genau, und dann haben wir, glaube ich, auch alles. Was ist so spontan? Finden würde. Den habe ich gerade einfach durch Zufall gehauen. Wo kommt das raus? Also die Person will mir das irgendwie nicht geben, warum auch immer. Truhe. Was für ein Truhe? Wovon redest du? Der Text ist irgendwie ganz, ganz schlecht gerendert. Ja, aber die ist doch hier. Also ich weiß ja nicht, was die Person möchte. Das habe ich schon mitgenommen. Getränke brauchen wir gerade nicht. Und ansonsten haben wir alles gemacht. Wie fehlen jetzt noch? 2 Stück. Also eine wird sein, das zu machen. Und die habe ich geholt, das war das Kampfding. Das habe ich nicht nochmal geholt. Also ich habe gar keinen, wo die ganzen Truhen herbekommen sollen noch. Aber meistens mache ich ja irgendwie alles und so eine Sache sehe ich, aber dann fehlen ja meistens so 2 Truhen oder so. Die könntest du ja auch benutzen, das ist ganz cool. Genau, würde ich sagen, wieder ein Part und ein Level. Genau, ein paar Schmeckels dazu, sind nicht so viel gewesen. So, 2 Stück noch, einen habe ich gesehen. Ich habe immer noch kein Viereck gefunden und noch keinen Kreis. Und dann würde ich sagen, reißt du den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.